da an der Stelle nochmal weitermachen und mehr erforschen. Jetzt schauen wir mal kurz, was wir noch brauchen. Also wir bräuchten auf jeden Fall noch Aluminium und noch ein bisschen Glas, aber Glas geht ja relativ schnell. Das ist ja auch nicht mehr so viel. 100% Profit durch Disco-Kuppel. Das hier ist die Disco-Kuppel. Habe ich bisher nicht gebaut. Also jetzt hier in diesem Spiel. Ist jetzt auch nicht besonders spannend. Wird einfach nur, also können wir einfach bauen und generiert dann einfach dauerhaft Einnahmen. Also ist quasi sowas wie Energie, nur unabhängig von dem Preis. Also Energie ist ja hier, geht ja hier nach Wert. Ne, jetzt ist es übrigens gerade relativ gut, also der Wert von 80. Das heißt, wir machen hier 113 pro Sekunde. 150 pro Sekunde machen wir einfach plus. Sieht man hier schon, unsere Schulden sind gleich abgezahlt und dann geht es ins Vermögen über. Wunderbar. Und die Disco-Kuppel ist was ähnliches. Ne? Dann gibt es hier noch andere Dinge, die könnt ihr euch aber gerne mal selber anschauen, weil das wäre jetzt übertrieben, wenn ich all diese Teile bauen würde. Ich fand nur dieses, das Forschungslabor halt sehr interessant, weil es einen wirklich auch sehr weiterbringt. So, in dem Punkt will ich jetzt auch gleich mal schauen. Also, erfahrungsgemäß ist Sauerstoff, Treibstoff relativ viel wert. Ja, man sieht hier schon, also ein Verkaufspreis von 264. Das Teil ist zurzeit mehr wert als die Elektronikteile. Und dabei darf man nicht vergessen, dass die Dinger halt drei verschiedene Sachen zur Produktion brauchen und nur extrem wenig produzieren. Also, das kann man sich durchaus mal erlauben, hier noch was zusätzlich zu bauen. Was mich natürlich gerade ein bisschen ärgert, ist, dass der Penner mir das hier verbaut hat und ich deswegen halt nicht, naja, nur 50% Bonus. Ich hätte natürlich gerne hier gebaut, weil hier hätte ich dann halt 75% Bonus bekommen. Weil ich ja hier und hier noch eins habe. Aber gut, jetzt baue ich hier, dann habe ich jetzt immerhin 50% Bonus. Das ist im Grunde auch in Ordnung. So, ich habe noch einen Claim. Was mache ich damit? Ich denke, ich werde, obwohl der Preis halt relativ gering ist jetzt gerade, werde ich nochmal so ein Elektronikteil bauen. Wo hatte ich denn das nochmal gebaut? War das nicht hier irgendwo unten? Hier? Nee, hier. Vielleicht war das auch im letzten Spiel. Was ich... Ach nee, hier hatte ich das gebaut. Okay, also Silikon würde ich ja dann gar nicht verbrauchen. Ich würde Aluminium verbrauchen. Davon habe ich genug. Und Kohlenstoff, davon habe ich auch genug. Das heißt, kann ich problemlos hier hinbauen. Kriege da auch noch einen Bonus. Und hoffe dann mal, dass der Preis hier noch ein bisschen weiter anzieht und nicht die ganze Zeit fällt. Weil das ist wirklich... Also, im letzten Spiel waren es, glaube ich, 800. Und jetzt haben wir hier 200. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Okay, jetzt mittlerweile haben wir hier an Chemikalien 120 angesammelt. Wunderbar, das heißt, wir können hier oben überall schauen. Wasser haben wir relativ geringe Produktion und Wasser ist viel wert. Erforschen wir Nahrung, genau das gleiche. Sauerstoff, Treibstoff. Wir machen mal hier so einen Rundumschlag und vielleicht sogar, ja, und dann machen wir nochmal das zweite Mal das Wasser. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt das alles machen, das verbraucht ja alles auch Wasser. Ah nee, Moment, muss ich nochmal revidieren. Verbraucht ja kein Wasser, denn es ist ja hier auf dem Wasserteil gebaut. Also war jetzt zwar gar nicht nötig hier das zweite, aber ist nicht so schlimm. So, und jetzt ist eben unser Lab hier erstmal für 5 Minuten belegt. Und wir können mal hier nach oben schauen und sehen schon, bei den anderen wurde hier schon alles massiv aufgekauft. Vor allem Mrs. Sabotage hat von allen richtig viel gekauft. Bei uns noch nicht. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, woran das liegt. Das ist etwas merkwürdig. Und wir versuchen jetzt hier mal mit dem Verkauf von zum Beispiel von Glas. Und hier Kunststoff können wir auch einiges verkaufen. Stahl können wir verkaufen. Versuchen wir jetzt mal gleich eine feindliche Übernahme. Ja, 230.000 haben wir jetzt. Boah, Essen können wir wahnsinnig viel verkaufen. Oh, okay. Das war's dann auch schon mit der feindlichen Übernahme. Da wurde bereits feindlich übernommen. Und das ist natürlich nicht so schön. Denn man möchte ja eigentlich doch hier so mit der Erste sein. Und man sieht schon, der Wert ist massiv angestiegen. 760.000. Also, das ist jetzt sehr, sehr schwer noch zu kaufen. Und deswegen werden wir natürlich erstmal uns das andere hier einverleiben. 457.000, das steigt auch dauerhaft. Das heißt, wir verkaufen hier nochmal so ein bisschen und versuchen hier mal auf die 450.000 zu kommen. Ah, einmal Glas. Ja, jetzt haben wir es.
So. So, wir haben jetzt Mr. Aktien uns einverleibt. Und wie ich schon sagte, wir bekommen jetzt eben seine ganzen Gebäude hier. Wir brauchen jetzt nicht rumsuchen, wo hier welches Gebäude ist und so weiter. Für uns ist ja nur wichtig, wie hat sich das Ganze jetzt hier verändert. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall zum Positiven. Wir haben jetzt hier ein geringes Minus bei Eisen, was nicht ganz so schön ist, aber im Grunde jetzt auch nicht dramatisch. Leichten Treibstoffminus, das ist auch nicht so schön. Aber damit kommen wir jetzt erstmal klar. Und ja, was machen wir hier mit dem, wenn wir hier... Ah ja, wir warten hier mal noch kurz, die 10.000 zu investieren, ist blöd. Okay, diesmal werde ich das hier nicht machen, da wir die Einzigen sind. Derzeit gibt es kein Gebot, man müsste direkt 7.000, aber das ist für mich nicht interessant. Ich produziere viel zu viel Energie und Energie ist nichts wert. Derzeit, das heißt, das macht jetzt gerade für mich keinen Sinn. Was aber für mich wichtig ist, das kostet... Oh, Mrs. Sabotage kostet nur noch 468k. Naja, ich hatte schon drei davon, habe ich ja schon gekauft. Ich kann halt versuchen einfach... oder ich muss ja versuchen, um das Spiel hier sozusagen zu gewinnen. Denn das ist ja der Sinn des Spiels. Muss ich jetzt eben versuchen, hier möglichst natürlich die teuren Sachen zu verkaufen. Ah, 200.000, das reicht halt nicht, ne? Man sieht es schon. Ah, okay, mittlerweile deswegen ist die Elektronik hier auf den Preis von 380 angestiegen, weil vorhin diese 200 waren ja wirklich mehr als lächerlich. Und ja, dann können wir hier auf jeden Fall mal schauen, dass wir die Elektronik mal nochmal verstärken. Und hier unten können wir natürlich gucken, ob wir irgendwie was tun. Netzwerkvirus, verdoppelt den Energieverbrauch einer Kette von Gebäuden. Ja, naja, ich meine, schaden kann es ja nicht. Wir setzen das jetzt einfach mal hier raus. Ah, ja, okay. Das war natürlich mittelmäßig intelligent. Kette von Gebäuden, ja, hätte ich auch drauf kommen können, ehrlich gesagt. Betrifft jetzt auch meine. Ist natürlich toll, dass ich jetzt auch für meinen Energieverbrauch verdoppelt habe. Eigentlich wollte ich natürlich nur dem Gegner schaden. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Also sinnvoller wäre es wahrscheinlich, das hier raufzusetzen. Dann wird das hier eben alles... gekillt. Okay, also der hat hier nämlich schon diesen Off-World-Markt gekauft, der unfassbar teuer ist. Und hier steht ja schon, um bizarre Gewinnmargen zu erzielen. Also damit kann man anscheinend nochmal so richtig krass Plus machen. Aber ich möchte jetzt natürlich mein Geld, ehrlich gesagt, lieber da rein investieren, den aufzukaufen. Aber ich weiß nicht, ob es klappen wird. Könnte was werden. Ja. Ja, was für ein Zufall. Genau da hat er nochmal extrem verloren. So, und damit haben wir diese Mission auch gewonnen. Das ist natürlich schön. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, weil ich dachte, Mensch, der hat jetzt als erstes den anderen aufgekauft und dann machen die natürlich in kürzester Zeit auch einfach super schnell Gewinne, ne? Also... Hier kann man jetzt, das ist übrigens auch sehr schön, ja, also die Statistiken, da wurde hier, oder wurde und wird vielleicht auch noch sehr, sehr viel Wert draufgelegt. Man kann sich also hier anschauen, Aktien, ja, dann, also wir können ja jetzt, die anderen beiden haben ja logischerweise dann irgendwann aufgehört zu existieren, aber man sieht da hier schon, dass Mrs. Sabotage, die hier noch als letztes mit drin war, eben nach diesem Aufkauf, nachdem sie halt so extrem hochgegangen ist, dann auf einmal doch noch stark abgefallen ist und jetzt auch wieder zum Ende halt stark abgefallen ist. Ja, während ich dann quasi, als ich hier war, habe ich ja dann den Mr. Orange hier, Mr. Aktien aufgekauft und bin von da an eben immer noch weiter leicht gestiegen. Also das war hier auf jeden Fall ein großer Unterschied, weil diesen Preis hier oben, was ja dann, Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen, also man musste immer den doppelten Preis bezahlen, ne? Wenn man aufkaufen will. Ich habe ja jetzt hier, waren es 300.000? Nee, das kann eigentlich nicht. Achso, ja, gut. Ich hatte aber schon einen Teil der Aktien gekauft. Das kann man jetzt ein bisschen schwer rechnen. Aber im Falle hier oben, bei fast 400.000, hätte ich auf jeden Fall nochmal einiges mehr bezahlen müssen. Also auf jeden Fall eine spannende Sache. Wahnsinniger Ressourcengraf. Das klingt irgendwie amüsant.
Ach so, okay, jetzt kann ich mir das für jeden Spieler... Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber was ich auch cool finde, man kann sich hier nochmal die Map anzeigen lassen. Also ich kann mir jetzt hier die Map zum Zeitpunkt der des Endes quasi einfach anzeigen lassen. Hier nochmal rüber scrollen und dann schauen vielleicht auch zum Beispiel jetzt... Ich meine, beim Computer ist es jetzt nicht so relevant, aber wenn das jetzt ein echter Gegner wäre, dann sage ich, ah Mensch, ja, interessante Bauweise. Vielleicht hat der hier zum Beispiel, dass er diese Off-World-Teile hier zusammengestellt hat. Vielleicht ist das ja gar nicht so intelligent, ja. Vielleicht sage ich mir, Mensch, na, ich platziere die immer auseinander, damit die vielleicht etwas schwerer angreifbar sind und so weiter. Also alles eben Sachen, die toll sind, wenn man eben, wenn man sowas hat. Ne, wenn man so eine großen Statistiken hat. Aber gut, in dem Fall habe ich hier dran eigentlich nichts auszusetzen. Werde jetzt hier mal aus dem Spiel rausgehen und möchte noch so ein kleines Resümee ziehen. Also abgesehen von den positiven Punkten, die ich jetzt natürlich gerade schon genannt habe, finde ich halt auch, das Spielkonzept ist halt, naja, irgendwie so gar nicht RTS, wie man es gewohnt ist. Logisch, also bei RTS, ich meine allein schon RTS und dann hört man als erstes, ja, ohne Einheiten. Finde ich, da denkt man sich schon so, Mensch, wie soll das denn funktionieren? Also fällt mir jetzt zumindest gerade kein vergleichbares Spiel ein. Und ja, der nächste Punkt ist dann natürlich, man sieht hier also wirklich, man hat eine schöne Grafik, finde ich. Auch was, wo die Macher sich wirklich Mühe gegeben haben und sich eben auch so ein bisschen hintergehangen haben und was eben nicht einfach nur so dahingeklatscht aussieht, ja, sondern es ist halt wirklich sehr ansprechend, finde ich. Sieht sehr nett aus. Dann kommen wir mal zum Spielprinzip. Da muss ich halt sagen, also sehr innovativ, habe ich ja gerade schon gesagt. RTS ohne Einheiten, mal was ganz Neues. Für mich war es ein super Einstieg. Ja, ich habe ja hier, also wenn man hier Spiel kennenlernt, also wenn man in die Tutorials geht, so, dann lernt man wirklich sehr, sehr viel und sehr intensiv kennen. Ja, und zwar alles spielerisch, also nichts irgendwie, dass man da die ganze Zeit so nach dem Motto sich durch ein Textfeld nach dem nächsten klicken muss. So ist es keinesfalls, also man lernt es wirklich komplett spielerisch. Der sagt einem dann, ja Mensch, jetzt können wir vielleicht mal das bauen, kannst dich aber relativ frei auch entscheiden, ob du das jetzt bauen möchtest oder nicht. Und es gibt ja hier eben, also als erstes wird eben, baue einfach nur das Hauptquartier aus. Und dann kann man eben auch als Expansiv mal spielen, als Roboter, als Plünderer und als Wissenschaftler. Sodass man eben jede Partei, ich nenne es jetzt mal Partei, auch mal kennengelernt hat und eben vielleicht auch Vor- und Nachteile so ein bisschen schon in Erfahrung gebracht hat. Denn nachher ist es ja wirklich sehr spannend. Also man hat ja jetzt interessanterweise gerade gesehen, dass die Wissenschaftler, also gut, ich jetzt in dem Fall, aber auch der zweite Computerwissenschaftler, war ja am Ende noch übrig. Also war die stärkste Partei hier, ja, während die beiden Expansiv-Computer beide eben aufgekauft wurden dann in der Mitte des Spiels und demnach ja auch zumindest von der Sache her erstmal verhältnismäßig schwach wirkten. Kann ich jetzt nicht sagen, ob man das so grundsätzlich sagen kann, dass es hier vielleicht auch stärkere und schwächere gibt. Dafür habe ich das Spiel jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig gespielt. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass eben eine Art von verschiedenen Rassen eingebracht wurden, wenn man auch dazu sagen muss, eventuell kommt ja da auch noch ein Haufen, aber wenn man auch dazu sagen muss, dass die sich jetzt nicht so massiv voneinander unterscheiden, ne? Also dass jetzt der eine kann halt einen Claim mehr beanspruchen, der andere muss keine zusätzlichen Ressourcen bauen, gut und schön, aber wollen wir mal nicht übertreiben, im Endeffekt sind es minimale Unterschiede. Es gibt, wenn ich mich nicht täusche, keinerlei grafische Unterschiede und von der Spielweise gibt es vielleicht im, naja, im Profibereich dann welche. Also ich konnte jetzt da noch nichts. Ich habe mich eigentlich mit allen genau gleich verhalten. So. Okay. Ich denke mal, das reicht erstmal, um das Spiel kennenzulernen für euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne mal einen Daumen. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Schwengeldieter.